Nachbarn sind gut und notwendig. Sie garantieren Solidarität. Aber wenn sie drohen, sich in anderer Leute Leben einzumischen, sind sie ein Ärgernis. Auf dem Toilettentisch im Schlafzimmer habe ich das Foto einer Frau gesehen. Sind Sie Witwe? Nein, ich bin verheiratet. Und wo ist Ihre Frau? Verreist. Wann wird sie wiederkommen? Meinen Sie nicht, Sie mischen sich zu viel ein? Diesmal ist er zu weit gegangen. Eine Frechheit, sich in mein Privatleben zu drängeln. Obwohl es uninteressant für ihn ist. Er sieht das Leben ganz anders. Ich merke, dass ich diesen Mann nicht verachte, weil er sich meiner Meinung nach unverschämt verhält, sondern weil er mir einiges vor Augen führt. Eine schwache, fast unmerkliche Bewegung. Dieses Braun, das sich bewegt, gehört nicht zu dem Grün, das es umgibt. Das ist irgendwie unabhängig. Der Eindruck, dass es davor flieht, obwohl es eine Verbindung dazwischen gibt. Denn es scheint aus der Tiefe aufzutauchen. Die Unruhe ist jetzt erdrückend. Man hat mir die Luft aus der Brust gepresst. Mitten am Nachmittag das verstimmte Klavier. Ich beherrsche die Lähmung. Kann sie schon dirigieren? Ich hänge nicht mehr von irgendeinem entfernten, unbekannten Vorgang im Innern meines Kopfes ab. Die Pathetik. Als ich Adelaide kennenlernte, lernte sie Klavier spielen. Sie übte stundenlang und träumte davon, Konzertpianistin zu werden. Spezialistin für Beethoven. Wie vieles in ihr verblasste mit der Zeit. Und ich habe es nicht bemerkt, habe es zugelassen, dass es sich verflüchtigte. Adelaides Hände auf dem Klavier waren schön, weiße, schmale Finger, raue Nägel, kein Wunder. Sie verbrachte den Tag in der Küche. Tauchte die Hände in Spülmittel oder bediente die Waschmaschine. Wir mochten unsere saubere, gemütliche, stille Wohnung. Adelaide hatte eine perfekte Zufluchtsstätte für mich errichtet. Mit jedem Stück, das sie aufbaute, gab sie einen Teil ihres Traumes preis. Wenn ich nachmittags manchmal wegen irgendeiner Unpässlichkeit, mein Darm hat nie gut funktioniert, das war dieses synthetische Essen, von einem Streik oder wegen eines Staatsstreiches, die waren so häufig. Wenn ich dann nach Hause kam, überraschte ich sie. Ich hörte das Klavier schon im Vorzimmer. Wenn ich ins Gebäude kam. Immer wieder die Pathetik, ihre Obsession. Zuerst muss ich gestehen, litt ich, ihretwegen. Ganz offensichtlich würde Adelaide es nie schaffen, wirklich gut zu spielen, nicht wie die Großen und vielleicht auch nicht wie die Durchschnittlichen. Nicht einmal einigermaßen. Man braucht ihr Spiel nur mit einer jener Platten zu vergleichen. Ich habe oft darüber nachgedacht, ob die Menschen eine Vorstellung von ihren eigenen Grenzen haben. Ob diese Grenzen einen erkennen lassen, dass man nicht über einen gewissen Punkt hinausgelangen wird. Wenn dem nicht so wäre, würde sicher eine allgemeine Verzweiflung herrschen.
Es war seltsam und die Antwort lag nicht weit von mir. Ich lebte mit dem Problem, ohne darüber zu diskutieren. Das Adelaide zu erklären hätte bedeutet, sie zu verurteilen, sie auf ein bloßes Hausfrauendasein einzugrenzen. Eine Frau, die in der Lage war, in dem weit verbreiteten Chaos dieser Stadt eine solche Zufluchtsstätte zu errichten, angetrieben von der stillstehenden Zeit, fern von allem, wie eine im Weltraum verlorene Kapsel. Wenn ich nach Hause kam, versuchte ich vorsichtig einzutreten. Sie hörte mich dennoch, sie war empfindlich und sie nahm die leisesten Geräusche wahr. Sie schloss den Klavierdeckel blitzartig, stellte den Plattenspieler an und tat so, als wischte sie den Staub von den Platten. Es waren hunderte von klassischen Konzerten. Adelaide gab nicht zu, dass sie gerade Klavier gespielt hatte. Oft machte ich nach dem Abendessen das Klavier auf, nahm den Filz weg, der zum Schutz auf den Tasten lag, und bat sie: Spiel ein bisschen für uns. Erst überflog ein Ausdruck des Entsetzens ihr Gesicht, bis ihre Augen strahlten. Ich wollte wirklich, dass sie spielte. Und es stimmt, dass diese Augenblicke selten waren. Ich bin müde, mir ist nicht danach. Such irgendeine Partitur heraus. Du weißt, dass ich den kahlen Berg mag. Meine Finger sind steif. Sieh mal. Ich werde nie wieder spielen können. Versuch's doch. Ich brauche es. Es war ein so voller Tag. Die Leute verbringen die ganze Zeit damit, in den Geschichtsstunden über Politik zu diskutieren. Mein Kopf zerspringt gleich. Susa, meine Finger gehorchen mir nicht. Ich ließ das Klavier geöffnet und fand es am nächsten Morgen geschlossen. Ich wusste, dass sie nachts aufstand und Stunden auf dem Klavierhocker zubrachte. Die Hände strichen über die Tasten, ohne sie zu berühren. Es war eine lautlose Übung. Ein Praktizieren ohne Ton, vielleicht um mich nicht zu wecken. Jetzt denke ich das, schuldbewusst. Habe ich mich getäuscht? Wie weit habe ich sie wohl belastet, weil ich mich immer in einer gewissen Entfernung hielt? Ohne ihr zu helfen, die Barrieren zu überwinden. Warum konnte eine Hausfrau nicht auch Pianistin sein? Ich dachte nicht weiter darüber nach und sah im Klavierspiel lediglich eine Zerstreuung. Wie hunderte Mädchen ihrer Generation hatte sie halt Klavierspielen gelernt. Im Laufe der Jahre gab sie es allmählich auf, je reifer sie wurde. In jener Nacht hatte sie sich jedoch hingesetzt und zu spielen begonnen. Ich wachte schweißgebadet auf, die Betttücher waren nass, das Kopfkissen klebte. Ich ging ins Wohnzimmer. Adelaide hämmerte wütend auf die Tasten ein. Sie sah mich an und spielte weiter. Die Musik verbreitete eine ungeheuerliche Spannung. Töne, die auf mich einschlugen. Auch Adelaide schwitzte, ihr Nachthemd war nass. Es war zu viel für meinen Kopf. Ich stand noch unter der Wirkung des Loches in meiner Hand. Adelaide noch stärker als ich. Vielleicht brachen nun die vergangenen Tage voller Gereiztheit und Unverständnis in ihr auf.
Mein letztes Bild von Adelaide, wie ein alter Film in bräunlichen Farben mit komischen eckigen Bewegungen. Am nächsten Morgen schlief sie auf dem Sofa im Wohnzimmer. Ich machte alle möglichen Geräusche, aber Adelaide rührte sich nicht. Vielleicht tat sie nur so. Als ich 3 Tage später zurückkehrte, war sie fort. Das Klavierspiel jetzt weckt keine Erinnerung. Es kommt von 2 Stockwerken über uns, ein Alter, der allein lebt. Er spielt schlecht, sogar ich, und ich habe kein gutes Gehör. Höre, wie die Melodie stolpert. Was muss auch so ein altmodisches Instrument spielen? Das kann nur jemand aus einer anderen Zeit sein. Ein Anachronist, der mit der Wiederauferstehung rechnet. Dieser Alte verlässt seine Wohnung nicht. Man hat mehrmals versucht, ihn herauszuholen, in die Isolation zu bringen, seine Wohnung wegzugeben. Er muss Protektion genießen, Fürsprecher im System haben. Er empfängt niemand. Er spielt Klavier, ganz gleich zu welcher Zeit. Mitten in der Nacht macht er laut Musik, die Nachbarn beschweren sich. Dieser Mann hat wenigstens einen Glauben, in den er tief eingedrungen ist. Und ich, der ich im Moor stecke, begierig einzusinken, zugleich besorgt, jemand möge mir den rettenden Strick zuwerfen. Wo soll ich meine Werte wiederfinden? Etwas, um meinen Standort zu bestimmen. Werte. Na und? Ich fürchte, ich schlage mich naiv mit Begriffen wie gut und böse, richtig und falsch herum, ohne wahrzunehmen, dass sie sich geändert haben. Wie sollen wir in der Entfremdung voneinander ohne Presse, ohne Zugang zu den Bibliotheken unseren Standort finden? Ich habe Bedenken, dass ich mich, ohne es zu merken, zum Außenseiter gemacht habe. Es muss in diesen Jahren, als ich so abseits lebte, eine Revolution im menschlichen Denken stattgefunden haben. Oder ich wurde abseits gehalten. Ich ist gleich alle. Es wäre wichtig zu wissen, ob jemand Interesse daran gezeigt hat, das Universum neu zu überdenken. Ob der Stellenwert des Menschen ein anderer geworden ist. Diese neue Vorstellung zu suchen, muss mein Ziel sein. Erst dann werde ich mich selbst definieren können. Ich ist gleich alle. Mich auf konkrete Ideen stützen, nicht auf Verschwommenes. Ich schwebe in meiner Atmosphäre voller Perplexität, möchte gerne an bestimmte Konzepte glauben. Auch wenn sie noch so alt sind, bleiben sie gültig. Denn sie haben den Menschen bejaht, haben seine Existenz bestimmt. Zusammenhanglose Abschweifungen. Ich ersticke fast unter der Hitze. Seit einigen Tagen herrscht jetzt auch Mangel an Luft. Vor kurzem habe ich aus dem Fenster geblickt und konnte nicht klar sehen. Alles flimmerte. Ein sehr merkwürdiges Flimmern. Ganz unnatürlich, als glühte alles. Die Steine, die Scheiben, die Ziegel. Ein alter Professor deliriert angesichts der Drohung, er könnte seine Wohnung verlieren. Alt. So alt auch wieder nicht. Nur wenn er unnachgiebig wäre, nichts mehr akzeptieren wollte, wäre er alt. Und dennoch richte ich mich hier ein, offen, bin bereit aufzunehmen. Aber was, weiß ich nicht. Diese Hitze weicht einem die Gehirnmasse auf, wie mein Freund Tadeo Pereira sehr richtig zu bemerken pflegt. Es klopft an die Tür, es klingelt. Da kommen noch mehr, schreit der Mann, der immer konfekt ist, und holt mich aus meinen Gedanken zurück in mein Wohnzimmer zum sentimentalen Klang des Klaviers.
Wir sind gewappnet. Der Mann, der sich immer ans Stirnende des Tisches setzt, bittet. Gehen Sie den Revolver holen. Ausgerechnet ich, der ich nicht einmal weiß, wo der Abzug ist. Gehen Sie an die Tür, Sie sind der Herr des Hauses. Und wenn es wieder ein Bettler ist, der essen will, treten Sie beiseite und überlassen Sie das uns. Sie werden doch nicht noch mehr Leute umbringen. Na nu, wir haben doch niemanden umgebracht. Aber fast. Nun hören Sie mal gut zu, mein Lieber. Wenn es notwendig ist, wird uns nichts anderes übrig bleiben. Entweder die oder wir. Ich weiß, aber warum? Machen Sie endlich auf, sonst zertrümmern die alles. Es war die Nachbarin mit den gefärbten Haaren in Begleitung einiger Hausbewohner. Vier oder fünf. Leute in mittlerem Alter mit blassen Gesichtern, tiefliegenden Augen, schwerem Atem. Einen von ihnen kannte ich. Er lief immer mit einer Maske herum und fiel in den Korridoren hin. Er litt an Sauerstoffmangel oder so etwas. Die Frau reckte den Hals und verhehlte ihre Neugier nicht. Ich öffnete die Tür ganz weit, trat zur Seite und ließ sie hineinsehen. Erst wunderte sie sich über mein Verhalten, aber dann nutzte sie die Gelegenheit. Sie sah auf die Männer, die jetzt herausfordernd in Verteidigungshaltung im Wohnzimmer standen, auf dem Sprung. »Wenn Ihre Frau das sähe, wie trostlos!« »Wieso trostlos?« »Diese Unordnung, diese Vagabunden, die hier ein- und ausgehen, sehen aus wie Banditen, fehlt nur noch, dass das Haus sich mit Schwarzen füllt. Wenn Ihre Frau das sähe, wie trostlos!« »Wieso trostlos?« Ja, »diese Unordnung!« Diese Vagabunden, die hier ein- und ausgehen, sehen aus wie Banditen. Fehlt nur noch, dass sie das Haus hier mit Schwarzen füllen. Die Wohnung ist in Ordnung, keine Sorge. Schöne Ordnung, ein Durcheinander, sehe ich doch. Solche Aufräumen, Ihre Frau war doch so für Ordnung und Sauberkeit. Was hat sie veranlasst, sich einzumischen? Ihre Frau war eine gute Freundin von mir. Von wegen Freundin, sie konnte sie nicht ausstehen. Wie bitte? Meine Frau konnte sie nicht ausstehen und erst recht nicht so angemalt. Seien Sie doch nicht so dumm, Sie haben ja keine Ahnung. Wir waren ein Herz und eine Seele. Gehen Sie bitte. Werfen Sie mich etwa hinaus, Herr Sousa? Ausgerechnet Sie, einer der besten Nachbarn im Haus. Alle achten Sie, einen großen Professor. Das kommt davon, wenn man Asoziale beherbergt. Wenn alle Welt die Türen öffnet, dann werden die Leute von draußen, von der Stadt, bald alles in der Hand haben. Diese Leute brauchen auch eine Unterkunft. Herr Sousa, Sie sagen da gefährliche Dinge. Haben Sie sich schon einmal überlegt, wie das wäre, wenn dieses Gesindel aus den Lagern über die Einzäunung vordringen würde? Was würde aus uns? Und das Essen? Was wird aus uns, selbst wenn sie nicht vordringen? Wir leben einigermaßen. Die Regierung hat die Situation unter Kontrolle. Wir können nur keine Löcher im System zulassen. Gehen Sie schon, meine Dame. Ich möchte die Tür schließen, meine Ruhe haben. Wir von der Hauskommission, wir kümmern uns um das Wohlergehen. Diese Leute müssen das Apartment verlassen. Hier bestimme ich. Das stimmt nur zu einem Teil, Herr Sousa, denn innerhalb jedes Gebäudes ist die Kommission für alles verantwortlich. Nur so ist die Sicherheit gewährleistet. Wir können Ihnen helfen, die Männer da hinauszuwerfen. Wir haben Informationen, dass sie unter Druck gesetzt werden. Ach, was Druck. Sie sind hier, weil ich zugestimmt habe. Es sind Freunde von mir. Sie bleiben. Sie haben keine solchen Freunde, Herr Sousa. Der Mann mit der Maske, der in den Korridoren immer hinfiel, war der Wortführer. Ein lächerliches Männchen. Er ging mir auf die Nerven. Ruhig, sagte ich. Ich komme gleich zurück, warten Sie ein paar Minuten. Ich ging in die Küche, stellte einen Topf mit Wasser auf und brachte es zum Kochen. Ich ging mit dem Topf in der Hand zurück. Die Kommission war schon fast im Wohnzimmer. Gehen Sie bitte. Lassen Sie uns miteinander reden. Es gibt nichts zu reden. Gehen Sie. Die Blonde trat vor. Ich schüttete das Wasser über sie. Sie stieß einen Schrei aus, der bis zur nächsten Straßenecke zu hören war. In dieser Stille wird alles gleich unheimlich. Ich schob sie vor mir her. Ihre ganze Brust war nass. Die anderen sahen mich entsetzt an.
Einer von ihnen, der Hinkende. Das wird Sie teuer zu stehen kommen. Wir sind verpflichtet, zu den Tibetern zu gehen. Wir werden Ihnen einen Prozess machen. Bringen Sie mir die Rechnung von der ersten Hilfestation. Ich werde Sie wegen Hausfriedensbruchs verklagen. Wir können das Apartment betreten. Sie wissen, dass wir das dürfen. Und wir werden hineinkommen. Na gut, kommen Sie. Ich werde mehr Wasser vorbereiten. Sie gingen fort. Die Frau weinte, die Hände auf der Brust. Offensichtlich ist die abblätternde Haut dieser weißen Küchenscherbe verbrannt. Und dann sowas, Freundin meiner Frau, innige Freundin, ein Herz und eine Seele. Und wenn es wirklich so war, ich verbrachte meine Tage außerhalb des Hauses. Adelaide konnte mir das eine sagen und das andere tun. Das war sogar ihr Recht. Wie weit ist es mit mir gekommen? Ich habe mehr als 30 Jahre mit dieser Frau zusammengelebt und plötzlich solche Gedanken. Ich habe mich beschwert, dass es keine Geheimnisse gab, überhaupt keine Überraschung zwischen uns. Und jetzt zweifle ich und bin hellhörig geworden. Was ist aus der Solidarität zwischen den Menschen geworden? Ich hatte Angst vor einem Prozess. Wenn die Blonde mit den gefärbten Haaren sich entschloss, mich zu verklagen, bekäme ich Schwierigkeiten. Nicht sofort. So etwas ging langsam. Anwälte waren teuer und der Weg durch die Behörden aufwendig. Die Entbürokratisierung, die Ende der 70er Jahre begonnen hatte, stockte schon wenige Jahre danach. Ging in einem Sturmwind von Dekreten unter. Aus diesem Grund wusste ich, dass ich so schnell nicht belästigt würde. Ich konnte ihrem Mann vielleicht im Korridor begegnen. Das war vorgekommen und niemand unternahm dann etwas. Das System nennt das persönliche Belange unmittelbar unter den Beteiligten lösen. Solchermaßen passend benannt. Für die Sicherheitsorgane ist das höchst bequem. Wir sind unsere eigene Polizei. Jeder entscheidet über seine Angelegenheiten mit Bedacht, weil übermäßige Gewalt eine breite Intervention geben kann und dann kommt man nicht mehr los. Wir warteten. Stille im Korridor. Über der Stadt. Merkwürdige Stille. Denn wir wussten, dass sie erzwungen war. Drohend. Manchmal knirschte der Fahrstuhl, beförderte brummelnde Alte. Ab einer bestimmten Uhrzeit hörte man nichts mehr, als gäbe es eine Ausgangssperre. »Ist doch klar, was diese Nachbarn mit dem Manöver beabsichtigen«, sagte der Mann, der sich an die Stirnseite des Tisches zu setzen pflegte. »Sie mischen sich ein. Ich habe ihnen nie vertraut. Sie sterben vor Neugier.« »Nichts dergleichen. Sie wollen sie herauswerfen und das Apartment für sich behalten.« »Unsinn, die Wohnung gehört mir. Ich wohne hier seit 20 Jahren. Was heißt hier rauswerfen?« »Heilige Unschuld, würde meine Mutter sagen. Ich habe den Eindruck, sie gibt es gar nicht. Es überrascht mich, wie sie sich haben am Leben halten können. Wahrscheinlich tief gefroren, wie denn sonst.« Die haben ein Auge auf das Appartement, weiter nichts. Glauben Sie, das kommt nur von der alten Klatschtante? Nein, weit gefehlt. Sie suchen einen Weg, sich dieses herrlichen Appartements zu bemächtigen. Ich habe Garantien. Von wegen Garantien. Niemand gibt zu irgendetwas eine Garantie, nicht einmal für ihr Leben. Kümmert sich etwa jemand darum, dass Menschen sterben oder verschwinden, oder woran sie sterben, oder warum sie verschwinden? Haben Sie meinen Neffen vergessen? Ich weiß Bescheid über Ihren Neffen, aber die nicht. Sonst gibt es plötzlich Leute, die über Ihrem Neffen stehen, und dann geht nichts mehr. Sie sind viel zu misstrauisch. Und Sie sind zu gutgläubig. Ich habe zu viel gesehen, das stimmt. Wissen Sie, wie viel so ein Apartment wie dieses hier kostet? Sie wissen gar nicht, wie viele bereit wären, Geld,
Essen, Marken, was auch immer dafür herzugeben. Nur für die Untermiete eines Zimmers würden sie 30 oder 40 Marken im Monat bekommen. Und Sie haben sie hier gratis eingerichtet, nicht wahr? Eingedrungen sind Sie. Ihnen ist mein Eigentum egal. Sie haben bloß Angst, hinausgeworfen zu werden. Genau das, wir wollen hier nicht raus, also verteidigen wir uns. Ha, Sie geben das also zu. Ja, das tue ich, na und? Glauben Sie, mir macht es Spaß, mich in den ärmsten Lagern zu drängeln? Diese Invasion ist nicht gerecht. Alles wird wieder kommen. Sie haben dabei einen Vorteil. Wollen wir wieder Theorien über Eigentum diskutieren? Besitz ist heutzutage Gas, eine Flüssigkeit, etwas, was sich auflöst oder ausläuft. Und jetzt passen Sie auf. Diese Leute werden uns einkreisen. Sie werden das Appartement belagern. Das habe ich schon dort oben gesehen. Wir bereiten uns besser darauf vor. Ist der Barbier Ihr Freund? Scheint so. Man kann nicht wissen. Versuchen Sie, Informationen von ihm zu bekommen. Bieten Sie ihm dafür Marken an, Konservenbüchsen. Er will irgendeinen Gefallen von meinem Neffen. Benutze das. Er soll dich über die Pläne auf dem Laufenden halten. Das kommt mir alles reichlich überspannt vor. Ist es auch. Was sind wir denn alle? Jeder soll auf sich selbst aufpassen. Morgen werden wir wegfahren, um neuen Nachschub zu holen. Aber hier ist doch gar kein Platz mehr. Wir machen den Flur hinten frei. Wie bitte? Nimm doch diese Möbel raus. Wer braucht die denn noch? Ich, das sind meine Möbel. Was denken Sie sich denn? Ich denke, Sie stören. Ich habe mein Leben lang damit gelebt. Ich brauche sie. Na eben, als das Leben noch etwas anderes war. Jetzt geht das nicht mehr. Diese Art von Leben ist vorbei. Lass uns die Möbel raustun. Und euch gleich mit. Nun spiel nicht den Tapferen. Wir können uns doch nicht dauernd streiten. Die Situation ist zur Genüge geklärt. Wir müssen nur in Frieden zusammenleben. Jeder macht eine Konzession, wenn notwendig. Bisher habe nur ich nachgegeben. Ich habe euch die Wohnung und das Essen überlassen. Jetzt wollt ihr auch noch meine Möbel. Nanu, was hast du denn? Was bedeuten dir denn diese Möbel? Wir lassen die Betten hier und ein paar Stühle. Wozu den Rest? Die Möbel sind meine Erinnerungen. Die Gewissheit, dass ich gelebt habe. Die einzige Gewissheit, die wir brauchen, ist die, dass wir am Leben sind. Und da kommst du mit Erinnerungen. Leben heißt nicht nur jetzt, sondern auch all das, was hinter uns geblieben ist. Erinnerungen. Du bist der letzte Mensch in diesem Land, der von Erinnerungen spricht. Was können sie geben? Ein Verständnis von mir selbst, was ich war und was ich sein werde. Wenn die Welt noch einem normalen Rhythmus folgen würde. Du bist doch ehemaliger Professor der Geschichte. Du müsstest das wissen. Jahrhundertelang haben die historischen und sozialen Koordinaten funktioniert. Seit etwa 30 Jahren aber ist alles, was wir haben, unkoordiniert. Die historische Beschleunigung hat alles beeinträchtigt. Die Dynamik hat sich in ihrer totalen Konzeption verwirklicht. Das heißt, in eine ständige Verwandlung, jeden Augenblick, jede Stunde, jeden Tag. Diese neue Ordnung hat einen Namen. Chaos. Nein, Chaos ist zu stark. Das beinhaltet die vollkommene Desorganisation, die Anarchie. Es gibt Verwirrung, aber das ist kein Chaos. Ich glaube, das rechte Wort wäre Unordnung. Eine Ortsveränderung der Situationen. Zusammenhanglosigkeit der Fakten, wie jemand, der einen Motor auseinandergenommen und die Teile offenbar ohne jede Ordnung auf dem Boden ausgebreitet hat. Nur kehren im Motor die Teile an die richtige passende Stelle zurück. Es sei denn, der Mechaniker erfindet einen neuen Motor, was durchaus möglich ist.
Wenn er auf die eine Weise nicht funktioniert, dann auf die andere. Der Unterschied zwischen der Welt und dem Motor ist vielleicht der, dass die Welt nicht statisch ist. Alles Geschwätz, Sie werden meine Möbel nicht mitnehmen. Es war stickig im Wohnzimmer. Ich fühlte mich angespannt. Ich betrachtete die Staubschicht auf dem Klavier. Adelaides Bild. Ich wollte weinen. War ein Ungeheuer. Was habe ich getan, um meine Frau zu finden? Nichts. Keinen Schritt. Dennoch fühle ich jeden Tag, dass ich sie in mir finde. Ich will nicht, dass sie zu einer Erinnerung verblasst.